man kann ja auch viele verschiedene Sachen bauen. Alles, was man selber bauen will, sucht man sich eine Gruppe und dann geht's los. Hinter dem Gelände der TUFA Trier bauen Kinder ihre eigene kleine Welt. Innerhalb von 3 Wochen wird in verschiedenen Workshops gebaut, was das Zeug hält und der Einfallsreichtum der Kinder hergibt. Christine Biondo ist Künstlerin und die Projektleiterin von TUFATopia. Sie weiß, was es mit dem Projekt TUFATopia auf sich hat. TUFATopia ist ein eigener Staat. Der wurde eröffnet am 4. Juli. Da gibt es einen König, Jerry I., der leitet und führt diesen Staat. Die Menschen, die hier jetzt gerade arbeiten, die Kinder und die Erwachsenen, sind sozusagen das Volk von TUFATopia. Und der König Jerry kommt immer wieder hierher und leitet und macht Aktionen, wie zum Beispiel zum Rathaus zu gehen, um zu demonstrieren dafür, dass TUFATopia erhalten bleibt. Das Volk baut sozusagen in dieser Stadtbrache sein eigenes Land. So auch die Idee steckt dahinter, dass Menschen oder Jugendliche nicht das hinnehmen müssen, was sie vorfinden, sondern dass sie kreativ daran arbeiten können, dass man seine eigene Umwelt kreativ mitgestalten kann. Künstler wurden ausgewählt, um die Workshops zu leiten. Und das nicht ohne Grund. Die Idee dahinter, dass Künstler das machen, ist, dass da eine eigene, Künstler haben eine eigene Motivation. Das ist nicht so wie in der Schule, das geht nicht darum, ein Ergebnis zu zeigen. Das Ergebnis wächst bei den Kindern selbst. Es ist alles im Fluss, es ist keine Vorgabe gewesen. Die Kinder konnten das machen, was sie wollten. Und wir als Anleitende oder die Künstler als die Workshop-Leiter zeigen einfach nur die Techniken, wie es geht. Die Kreativität und der Einfallsreichtum der Kinder kennen keine Grenzen. So werden auch Schienen verlegt, auf denen später ein Zug fahren soll. Dieser ist natürlich ebenfalls selbst gebaut und bedarf nur noch kleiner, fachmännischer Bearbeitung. Also ich mache hier den Dübel, dass das Rad sich nicht verrutschen kann vom dem Wagen. Also ich mache jetzt für den Bahnhof hier mache ich mit meinem Freund eine Bank mit einem Dach drüber, dass die Sonne, wenn es regnet, Sonne und Hagel, egal wenn es regnet, dass du da drunter bist und trocken bleibst oder dass es schön kühl ist, wenn es heiß ist. Ja, und dann haben wir extra für den Bahnhof eine Bank. Das vorläufige Fazit von Christine Biondo ist sehr positiv. Ich bin total zufrieden. Ich finde, es ist kein einheitliches Bild entstanden. Das hätte ich ganz schrecklich gefunden. Jeder hat das gebaut, was er bauen wollte, die Farbe genommen, die er nehmen wollte. Das ist zwischen einem Rathaus und einem Krankenhaus, einer Eisdiele und einer lauschigen Laube, einer Bar und einer Kathedrale ist irgendwie alles entstanden. Die Kinder haben alles selbst entschieden, was wie entstehen sollte. Und ich bin ganz zufrieden. Vor allem bin ich total zufrieden, dass hier so eine Identifikation entstanden ist. Also die Kinder sagen nicht in TUFATopia, sie sagen bei uns. Wir sagen wir. Also wir haben schon einen Tölpelteich. Die Kinder sind alle sehr begeistert. Am meisten gefällt mir also die Kirche. Und ich habe die Räder von den Zügen entworfen. Und wir wollen morgen da eine Weiche hinten bauen. Und mir gefällt es hier schon. Ja, es macht Spaß einfach. Also es macht schon Spaß, hier mit den anderen zu malen und es ist nur manchmal etwas heiß, aber es macht schon Spaß. Nach 3 Stunden intensiver Arbeit räumen alle gemeinsam auf. Und in einem Kreis wird besprochen, was am heutigen Tag gut war. Da noch nicht klar ist, was nach dem Workshop mit dem Gelände passiert, bleibt zu hoffen, dass die Kinder dieses weiterhin als Bauspielplatz nutzen dürfen.